Hallo zusammen, ich bin Nadine Fähndrich. Ich mache Langlauf und meine Lieblingsdisziplinen sind Sprint, Skating und 10 km klassisch. Als Langläuferin brauche ich die Arme wie die Beine. Um das zusammen zu kombinieren, ist der Rumpf sehr wichtig. Darum liegt der Fokus heute im Training bei Rumpf, Hüft und Rücken. Für heute im Training brauchen wir ein Mättchen, zwei Flaschen, ein Stirnband und zwei Küsse. Als Warm-up machen wir ein paar Imitationen, Skating und klassische Sprünge. Das ist, um das Ganze ein bisschen aktivieren, mache ich auch gerne ab und zu vor einem intensiven Training. Dazu brauchen wir beide Küsse. Wir fangen an mit den klassischen Sprüngen. Wir gehen in die Diagonalposition, ein Bein hinten und springen aufs andere Bein. Wir machen pro Seite 10-mal 10 Sprünge. Und los. Es ist wichtig, dass man das Knie immer schön probiert zu stabilisieren und dass man auch oben die Hüfte stabil hat. Und noch der letzte auf dieser Seite. Gut, jetzt wechseln wir Seite wechseln. Wir stehen aufs andere Bein und machen Sprünge aufs linke Bein. Und noch zwei auf dieser Seite und noch der letzte. Gut. Als nächstes machen wir Skating-Sprünge. Wir gehen auf die Seite der Küsse, stehen aufs linke Bein, stoßen ab und landen auf dem rechten Bein. Auch hier ist es wieder wichtig, dass das Knie stabil ist. Wir probieren die Nase über dem Knie und dem Fuß. Machen wir wieder 10 Wiederholungen. Gut, jetzt noch die andere Seite. Wir stehen aufs rechte Bein, springen ab und landen auf dem linken. Wieder 10 Wiederholungen. So. Noch zwei und noch der letzte. Gut, jetzt sind wir ein bisschen aufgewärmt, haben alles ein bisschen aktiviert. Die Küsse können wir auf die Seite legen. Ich erkläre euch jetzt noch schnell den Ablauf des Workouts. Insgesamt machen wir 10 Übungen. Wir unterteilen es immer in 2er-Gruppen. Ich erkläre euch immer 2 Übungen, die wir nachher je 2-mal machen. Die Belastung wird immer 30 Sekunden sein, Pause 15 Sekunden. Für die ersten 2 Übungen brauchen wir Stirnband und eine Flasche. Es sind 2 Übungen für die Hüfte. Für die erste Übung steigen wir ins Stirnband rein, gehen zum Knie herum und gehen ein bisschen in die sitzende Position. Wir verlagern das Gewicht auf die rechte Seite verlagern. Das Ziel ist, dass das Knie über dem Fuß ist. Nachher nehmen wir das linke Bein immer gegen außen und gegen innen. Das Ziel ist, dass das Knie sich möglichst nicht bewegt und dass wir das Gewicht auf dem ganzen Fuß haben. Diese Übung werden wir 30 Sekunden pro Seite machen. Für die zweite Übung brauchen wir noch die Flasche. Wir stehen gerade hin, hüftbreit, nehmen die Flasche über den Kopf. Wir verlagern das Gewicht auf eine Seite, schauen wieder
das Knie möglichst stabil bleibt, dass wir das Gewicht möglichst auf dem ganzen Fuß haben und tun immer mit dem anderen Bein rein und raus. Das machen wir auch 30 Sekunden pro Seite. Gut, dann fangen wir an mit der ersten Übung. Und los! Noch 5 Sekunden. Und Pause. Ich glaube, wir können die Beine ein bisschen schütteln. Nachher wieder in Position. Noch 5 Sekunden. Das Gewicht einmal auf die linke Seite. Und los. Noch 5 Sekunden. 2, 1, gut. Nehmen wir die Flasche dazu. Beine wieder ein bisschen ausschütteln. In 5 Sekunden geht es weiter. Nehmen wir die Arme über den Kopf. Dann das Gewicht wieder aufs rechte Bein. Und los. Fünf Sekunden, 4, 3, 2, 1 und gut. In der Pause, nochmal das letzte Mal, die linke Seite. Wieder in Position, 3, 2, 1 und los. Fünf, 4, 3, 2, 1, fertig. Gut, das wären die ersten zwei Übungen gewesen. Stirnband können wir auf die Seite legen. Für die nächsten zwei Übungen brauchen wir beide Flaschen. Es ist eine Übung für den Rücken und eine Übung nochmal für die Hüfte. Wir fangen an für die Übung mit dem Rücken. Hier gehen wir mit beiden Flaschen ganz runter, machen uns ganz rund und ziehen uns nachher Wirbel für Wirbel wieder rauf, bis der Kopf gerade ist. Wir lassen wieder alles fallen und ziehen uns wieder Wirbel für Wirbel rauf. Wir lassen wieder alles fallen und Wirbel für Wirbel rauf. Als zweite Übung brauchen wir nur noch eine Flasche. Stehen wir auf ein Bein, auf das rechte Bein oder auf das linke, machen wir wieder pro Seite 30 Sekunden. Nehmen wir die Flasche in die gleiche Hand, wie wir das Gewicht auf dem Bein haben. Ziehen uns zusammen und strecken. Immer über das Kreuz. Ziehen uns zusammen und strecken. Auch hier ist wieder wichtig, dass man probiert, mit dem Knie nicht zu wackeln, sondern möglichst stabil zu sein und das Gewicht auf dem ganzen Fuß verteilt lassen. Bei der ersten Übung machen wir die Übung 2x 30 Sekunden und bei der zweiten Übung machen wir einfach pro Seite 30 Sekunden. Gut. Und los geht's. Noch
5 Sekunden. Und gut. 15 Sekunden Pause. Ein bisschen lockern. In 5 Sekunden geht es weiter. 3, 2, 1 und los. Und gut. Jetzt können wir eine Flasche auf die Seite legen. Starten wir mit der zweiten Übung. Wir verlagern das Gewicht auf ein Bein. Die Flasche in die gleiche Hand. 2, 1 und los. Und gut. Seite wechseln. In 5 Sekunden geht es weiter. 3, 2, 1 und los. Die letzten 5 Sekunden. Und gut. Gut. Jetzt kommen wir zu der 5. und 6. Übung. Da brauchen wir eine Flasche dazu. Es ist eine Übung für den Rücken und eine Übung für die seitlichen Bauchmuskeln. Wir liegen auf dem Bauch. Ich muss die Tür schnell abziehen, damit ich die Zeit besser anschauen kann. Nehmen wir die Flasche vor. Und geben sie so rundherum. Immer hinten übergeben, vorne übergeben. Die zweite Übung, also die erste Übung, machen wir zweimal 30 Sekunden. Einmal auf die eine Seite rum, das andere Mal auf die andere Seite rum. Die zweite Übung gehen wir in die Seite, stützen, nehmen wir die Flasche so, gehen unten durch holen. Und wieder rauf. Und die Türen holen. Und wieder rauf. Schauen, dass der ganze Körper in einer Linie ist und dass der Kopf die Verlängerung der Wirbelsäule ist. Die machen wir pro Seite je 30 Sekunden. Gut. Fangen wir an mit der ersten Übung. Und los. Noch 5 Sekunden. Und Pause. Das nächste Mal geben wir die Flasche auf die andere Seite um. Es geht los in 5 Sekunden. 3, 2, 1 und los. See how she looks like trouble. See how she dances and she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet. 5, 4 und fertig.
Dann gehen wir in die Zeitstütze. In 5 Sekunden geht es los, gehen wir langsam in Position, anstrecken und los. Und gut, Seite wechseln. Die letzten 30 Sekunden in diesem Block. 3, 2, 1 und los. Und fertig. Gut. Jetzt haben wir schon mehr als die Hälfte geschafft. Für die nächsten Übungen brauchen wir keine Hilfsmittel. Die erste Übung gehen wir in die Liegestützposition. Laufen so weit vorne, wie es geht. Haltet, bis wir 10 Sekunden haben. Und laufen wieder zurück. Haltet, bis wir 20 Sekunden haben. Und laufen wieder vorne. Und haltet, bis wir 30 Sekunden haben. Die machen wir 2x 30 Sekunden. Die zweite Übung, die wir machen, ist wieder für die seitlichen. Liegen wir auf den Rücken. Ein Bein strecken wir strecken. Das andere winkeln wir an. Der Kopf ist angezogen. Spannung auf dem ganzen Rumpf. Der Arm, die Hand drückt gegen das angewinkelte Bein. Und wir machen ganz kleine Bewegungen mit dem gestreckten Bein. Wir müssen darauf schauen, dass man nicht ins hohle Kreuz geht. Gut. Ich könnte noch einen kurzen Schluck trinken. Langsam wird es streng. Aber wir haben noch 4 Übungen zu machen. Weiter geht's. 3, 2, 1 und los. Laufen wir langsam führen, so weit wie es geht. Heben hier, bis wir 10 Sekunden haben. Und laufen langsam wieder zurück. Heben hier, bis wir 20 Sekunden haben. Und laufen nochmal führen. Nochmal ein bisschen beißen, die letzten 5 Sekunden. Und gut. 15 Sekunden Pause. Fünf Sekunden noch, gehen wir langsam wieder in Position. 3, 2, 1 und los. Laufen langsam wieder führen, 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 so weit wie es geht. Heben da. Und laufen wieder zurück. Stabilisieren. Und nochmal führen. Noch 5 Sekunden. Ein bisschen kämpfen. Und gut. Gut. Dann machen wir die nächste Hebung. Legen wir auf den Rücken. Eins Bein anwinkeln. Das andere strecken, mit der Hand ins angewinkelte Bein drücken und los. Kleine Bewegungen mit dem gestreckten Bein.
noch 5 Sekunden. Und gut. Gehen wir Seiten wechseln, das andere Bein anwinkeln. Da wirklich gut drauf schauen, dass man hier stabil ist, dass man nicht ins hohle Kreuz eingeht. 5 Sekunden. Dann noch die letzten 30 Sekunden von dem Block. Und los. Zehn Sekunden. 5 Sekunden noch ein bisschen kämpfen. 3, 2, 1 und gut. So. Jetzt warten noch 2 weitere Übungen auf uns. Da brauchen wir eine Flasche dazu. Am besten die, die wir nicht daraus getrunken haben, dass sie auch ja genug schwer ist. Die erste Übung gehen wir wieder in die Liegestützposition. Nehmen die Flasche auf die eine Seite, lüpfen sie mit einem Arm, rollen sie über auf die andere Seite, lüpfen sie mit der anderen Seite. Rollen sie wieder zurück und wieder mit der anderen Seite. Die machen wir 2x 30 Sekunden. Die zweite Übung ist das Klappmesser. Wir strecken die Arme und Beine aus. Die Flasche nehmen wir in beide Hände und probieren uns möglichst in der Mitte mit Armen und Beinen zu treffen. Das wird noch mal ein bisschen eine harte Übung zum Schluss, aber nachher haben wir dann nur noch das Cooldown vor uns. Noch mal einen Schluck trinken, bevor es weitergeht. Dann starten wir mit dem letzten Block. 3, 2, 1 und los. Und gut. 15 Sekunden Pause, dann nochmals das Gleiche. Schaut da wirklich, dass auch wenn ihr langsam vielleicht ein bisschen müde werdet, dass ihr schön eine Linie sind, die Hüfte nicht gegen oben und nicht gegen unten habt. Und los. Die letzten 5 Sekunden noch ein bisschen kämpfen. 2, 1 und gut. Gut, dann noch die letzte Übung. In 5 Sekunden geht es los. Und los. Und gut. Das letzte Mal 15 Sekunden Pause und dann 30 Sekunden noch mal ein bisschen kämpfen. 3, 2, 1, go! Das letzte Mal. Die letzten 10 Sekunden kämpfen. Noch 5, go, go, go. 3, 2,
1 und gut. So. Das war's mit dem Workout. Ich hoffe, es war auch ein bisschen streng. Jetzt machen wir weiter. Also zuerst ein bisschen verschnaufen, etwas trinken, einen Schluck. Für das Cooldown machen wir ein paar Übungen, 2 Übungen für die Wirbelsäule, Brustwirbelsäule ein bisschen zu öffnen. Weil wir Langläufer haben viel das Problem, dass wir dadurch, dass wir viel die Bewegung haben, da ein bisschen zugehen. Und darum ist es für uns wichtig, dass wir hier ein bisschen öffnen. Wir gehen in den Schneidersitz. Probieren, möglichst einen geraden Rücken zu machen, die Schultern tief zu haben, den Blick gegen vorne. Wir legen die rechte Hand auf das linke Knie und mit dem linken Arm drehen wir uns gegen hinten. Probieren dabei, aber möglichst einen geraden und einen langen Rücken zu machen. Bleiben ein paar Sekunden in dieser Position. Wenn das gut geht, probieren wir noch mal ein bisschen weiter hinten zu laufen. Aber immer noch den Rücken gerade zu haben. Haltet noch mal ein bisschen. Und gut. Das Gleiche machen wir auf die andere Seite. Linke Arm aufs rechte Knie, rechte Hand läuft hinten, gerade Rücken, die Scheitel ziehen die Himmel hoch. Halte den Moment in dieser Position. Wenn das gut geht, probieren wir noch etwas weiter hinten zu laufen. Hebt noch ein bisschen. Und lasst langsam wieder los. Danke fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht und war auch ein bisschen streng. Ich wünsche euch einen schönen und sonnigen Sommer, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, um für uns Sport zu machen.